Der Wunsch vieler Huder Bürger nach einem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz wurde erhört. Als der Bahnhofsvorplatz vor einigen Jahren neu gestaltet wurde, ist der Ständer abhanden gekommen, erklärt Bürgermeister Holger Lebendinzew. Seitdem stand keine Tanne mehr in Hude. Immer wieder hätten Bürger gegenüber ihm und seinem ehemaligen Stellvertreter Peter Zwiener ihr Bedauern darüber ausgedrückt. Peter Zwiener brachte das Thema immer wieder in die Sitzungen im Rathaus ein. Dann kamen meine Frau und ich im September auf die Idee, dass wir die rund 30 Jahre alte Tanne in unserem Garten spenden könnten, berichtet Zwiener. Die Firma Amazone stellte einen Metallständer her und spendete diesen an die Gemeinde. Die Lichterkette, die bereits bestellt ist und in Kürze installiert werden soll, kommt vom Gewerbe- und Verkehrsverein. Die Gemeinde trägt lediglich die Kosten für das Aufstellen des Baumes, das vom Zweckverband Kommunalservice Nordwest übernommen wurde.